Am Freitagnachmittag wurde ein Mann als vermisst gemeldet. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Am Freitagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri die Meldung, wonach in Attinghausen im Gebiet Surinnen eine männliche Person vermisst werde. Sofort wurde eine große Suchaktion eingeleitet, die erst in der Nacht unterbrochen wurde. Am Samstagmorgen wurde der Urna gefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen. Andere Aktivitäten geplant. Erste Ermittlungen zeigen, dass der Mann im Bereich Turm aus unbekannten Gründen abstürzte und sich tödliche Verletzungen zuzog. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der in Uri wohnhafte Mann am Freitagmorgen zusammen mit einer Begleitperson ins Gebiet Surinnen aufgebrochen. Im Laufe des Tages trennten sich jedoch die Wege der beiden, da unterschiedliche Aktivitäten geplant waren. Als der 23-Jährige jedoch nicht am Treffpunkt eintraf, wurde er als vermisst gemeldet. FSS